Ich wünsche euch den schönsten Tag in eurem Leben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder. Nach einer Woche, es tut mir mega leid. Wir starten direkt rein. Guys, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was machen wir eigentlich in diesem Level? Und zwar, hier oben gibt es ein Secret Exit. Ich wusste nicht, dass es Secret Exits in dem Spiel gibt. Tatsächlich wurde mir das freundlicherweise von euch in die Kommentare geschrieben. Es gibt Secret Exits. Und was ich auch gerade gelernt habe, legit, der Controller macht Geräusche, wenn wir über diese Notenblöcke laufen. Das hört man nicht durchs Mikrofon. Aber ich verspreche euch, das ist wirklich so. Der macht so wie so auf einem Klavier Geräusche. Ich wusste nicht mal, dass ein Controller Geräusche machen kann. Ich dachte, das wäre so ein PlayStation-Exclusive-Feature oder so. Aber scheinbar nicht. Auf jeden Fall, wenn wir hier hinterlaufen, gibt es hier das typische rote Ziel und ein Secret Exit, für den wir einen weiteren Wonder Seed bekommen, hoffe ich. Ich denke schon. Ganz genau. Und das ist tatsächlich nicht der einzige Secret Exit, den wir verpasst haben. Wir steppen direkt zum nächsten. By the way, ich glaube, ich habe das in der ersten Folge gar nicht gezeigt. Wenn man hier nach unten geht, kommt man tatsächlich durch die Röhre, wo man auf Captain Toad trifft. Ich habe keine Ahnung, was er hier macht. Wir sprechen ihn einfach mal an. Aber was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal. Oder kennt ihr mich etwa? Baba! Ich habe gehört, dass ich hier Schätze geben soll. Und plötzlich war ich hier. Was ist das eigentlich hier für komisch auch? Oh, ich habe 50 Blumencoins gefunden. Du kannst sie gerne haben. Hier, bis später. Lol? Dankeschön. Okay, jetzt kommen wir aber zum weiteren Secret Exit. Und zwar, wenn ihr es in diesem Level schafft, mit dem Elefanten bis ans Ende zu kommen, schalten wir hier drüben diese Röhre frei. Ich wollte beim letzten Mal schon nachgucken, aber ich hasse dieses Level und das ist viel zu schwer und... Wir sind drüben. Alles gut. Okay. Und da ist auch schon der nächste Secret Exit, mit dem wir den nächsten Wonder Seed erreichen können. So, jetzt starten wir aber endlich richtig rein. Dadurch schalten wir nämlich auf der Overworld ein weiteres Level frei. Elastis im Zwielichtwald. Das klingt mal wieder sehr, sehr interessant. Ich behalte mal unseren Sticker bei und es ist ein Silhouettenlevel. Und Guys, ich als anerkannter Donkey Kong Fan, ich liebe dieses Level natürlich. Und by the way, für die, die es noch nicht gesehen haben, wir spielen tatsächlich als Peach, weil... Will euer auch alle Charaktere irgendwann mal sehen, nicht? Das ist wieder so eins, was nach oben fährt, kennen wir schon. Okay. Was bist du für ein Gegner? Du siehst anders aus. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass der Effekt von unserer Mütze orange ist. Oh, Paracooper. Bam. Bam. Also, Guys, für die, die es vielleicht noch nicht gemerkt haben, ich bin ein ultra krasser Fan bisher von dem Game. Es ist wirklich geistesgestört, wie gut dieses Game ist. Es ist unfassbar. Okay, wie komme ich nach da oben? Du machst mir einen Weg. Einfach eine Ranke. Let's go. Und dafür eine Coin. Ey, wir haben schon 350 von diesen Coins. Schon krass auch. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochgekommen sind, aber wir sind da oben. Da kann man nach unten, da leuchtet auch schon wieder was. Dafür gibt es eine lila Coin. Da wurden wir was getroffen. Gar nicht gut, wir steppen direkt weiter. Ey, ich bin schon wieder heute ein bisschen mehr motiviert. Ich glaube, das merkt man mir gar nicht an. Okay, das sind Mushrooms. Was gibt's hier? Nochmal so ein Ding. Warte, ist das wieder so ein... Ich fahre nach oben Baum? Nein, der wackelt auch nicht. Okay. Natürlich nehme ich die Coins mit und... Du hast den Wonder Seed. Gib ihn her. Die Wonder Blume ist. Tut mir leid. Ich komme damit immer noch ein bisschen durch. What the hell passiert hier? Ich kann mich ducken, dann ist alles normal groß. Und wenn ich mich nicht mehr ducke, ist alles... Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Aber so kommt man an die Coins. Seht ihr das? Die kommen nur runter, wenn ich klein bin. Da wurde ich getroffen. Nicht so gut. No, da wurde ich nochmal getroffen. Was? Wir sind... Ich bin verwirrt. Wieso bin ich gestorben? Ich war doch... Hä? What the hell ist das für ein Scam? Okay, wir sind einfach ganz, ganz vorsichtig. Kriege ich bitte den Wonder... Hä? Wieso? Wo ist mein Wonder Seed dafür? Ich bin verwirrt. Gibt es hier nur einen? Wie gibt es... Wo ist der andere? Ich bin komplett verwirrt, Guys. Ja, wir suchen mal den anderen und ihr lasst in der Zeit ein Abo und ein Like da. Das wäre sehr, sehr wichtig. Oh, man muss sich hier ducken, dann spawnt er einfach. Das finde ich tatsächlich ein bisschen random. Aber ist okay, ist okay. Mit Rolfs durch die Lüfte heißt das nächste Level. Heute hat ein bisschen nachgelassen, das Game tatsächlich. Finde ich schade, weil ich war bisher sehr überzeugt. Aber vielleicht war das ja auch nur jetzt. Vielleicht wird es ja jetzt wieder cool und interesting. Okay, wir springen hier hoch und schaffen es nicht. Zack, der Meister, der kann das. Zack. Und mit euch will ich gar nichts zu tun haben. Ihr hasst mich. Ich hasse euch. Okay, gut, dass der Rauch auch Schaden macht und nicht nur die Wolke. Man kann aber auf die drauf springen. Das ist gut zu wissen. Spontane Vermutung, kann es sein, dass das Spiel sehr krass an Schwierigkeit zugenommen hat? Oder stelle ich mich einfach nur unfassbar schlecht an? Ich denke, das Zweite ist, aber trotzdem. Krass, okay, ich find's gut. Let's go, haben wir wichtig. Ich will darüber.
Aber wir können ja mit diesem... Das Fliegen macht ja alles möglich. Einfach eine unsichtbare Ranke. Wie random. Aber finde ich cool. Finde ich cool. Haben wir. Da drüben sehe ich eine leckere Starcoin. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich hab sie. Nee, ich will eigentlich hier weiter hoch. Das sieht schon sehr interessant aus. Okay. Hat sich mehr oder weniger gelohnt. Du rollst ein bisschen hin und her hier. Okay. Dich schicke ich. Warte. Was gibt's hier? Das kommt mir ein bisschen useless vor. Das ist bestimmt wichtig für irgendwas. Fürs Ziel? Nee, warte mal. Hier geht's nämlich noch ein Stück weiter nach oben. Hä, was ist denn da? Hä? Warum gibt es hier ein Ziel und da oben geht's noch weiter? Nö, wir gehen jetzt erst oben gucken. Hier gibt's einen Checkpoint? Da ist der Wonder Seed. Warte. Die Wonderblume. Komm her. Ich bin komplett verwirrt. What the hell? Wie cool. Hä, einfach Weltall. Macht jetzt hier nicht einen auf newer Wii. Ihr wollt wissen, warum Mario Bros. Wonder eine 10 von 10 ist? Guckt euch das doch an! Hui! Ich fühl's gar nicht gut. Das ist Flappy Bird. Und Flappy Bird bin ich sehr, sehr lecker. Okay, weiter. Aber weiterhin konzentrieren. Das sieht nicht einfach aus. Okay, hier haben wir noch ein Sternbild, wo jetzt der Wonder Seed spawnt. Lol, du bist kein Wonder Seed. Du bist einfach ein Planet mit deiner eigenen Erdumlaufbahn. Oder Mondumlaufbahn, wie auch immer. Sieht voll cool aus. Was sagst du? Tschüss, ist schon fertig. Nein! Es ist mal wieder insane. Mit was für nicen Ideen, die hier kommen. No, wir fallen... Oh, wir fallen nicht so weit. Okay, ich dachte, wir fallen jetzt komplett wieder runter. Das wäre auch cool gewesen. Einfach ein Level, wo man von oben nach unten fällt und Sachen einsammeln kann. Aber hier auch schon das Ziel. Und Guys, ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir. Es war jetzt kurz schwächer, aber jetzt wird es wieder geisteskrank nice. Ich liebe es. Ich liebe die neuen Ideen, gerade so mit Schwerelosigkeiten. So, ihr wisst, dass ich mega der Fan davon bin. Und das macht das Spiel so gut. Ich glaube, ich bin noch zu gehypt tatsächlich. Bin noch zu gehypt. Abzeichentest Profi. Jetantrieb 1. Okay, was ist Jetantrieb? Wir kriegen ein neues Abzeichen, let's go. Jetantrieb, du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. What? Oh. Okay. Das ist das niceste Abzeichen von allen. Ich bin aber maximal verwirrt. Ich bin so verwirrt. Also ich finde die Idee ganz cool. Die Umsetzung ist... Naja. Das ist ein Abzeichen. Ich finde die Idee cool mit dem Rennen auf jeden Fall, aber das mit dem Springen ist ein bisschen weird gelöst. Toll gemacht. Wir haben sogar das Abzeichen verwendet, das du gerade bekommen hast. Verwendet hast, geschenkt bekommen. Ich kann nicht reden. Soll ich es anlegen? Bitte nicht. Wo geht's? Jum geht schon wieder in die neue Welt? Machen wir erstmal hier unten weiter und zwar mit diesem wunderbaren Level. Spike-Versteck im Senkröhrental. Und da wären wir auch schon. Wir kriegen eine Feuerblume. Okay. Hier sinkt jetzt mein Controller wieder. Es ist so cool. Ich wusste nicht, dass das geht. Wusstet ihr, dass euer Controller Geräusche machen können? Okay, wir können Röhren verschieben. Du gehst mal bitte da dagegen. Oh, let's go. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie Angst vor jeder Röhre. Weil die könnte ja einfach nach unten fahren. Und wir könnten dadurch Sachen bekommen, wie zum Beispiel... Da kann man safe rein. Oh, in den Background. Ich zoome euch das natürlich wieder rein. Let's go, da sind wir. Das hat Sachen gespawnt. Wasser, okay. Ich sehe wieder nichts. Da ist wieder Hälfte bedeckt. Bisschen Trickjumpen. Und hier oben ist ne... Hier ist ein One-Up. Hab nix gesagt. Zufrieden, alles gut. Wir kommen hier unten raus. Haben wir hier was verpasst? Ja, eine weitere Feuerblume. Fürs Inventar. Lalali und lalala. Den machen wir down, damit wir die Starcoin holen können. Ich weiß, dass es 10er-Coins sind, aber Starcoin. Okay, Guys, wir einigen uns darauf. Das nenne ich Musik. Ich auch. Das hier sieht schon sehr sus aus. Oh ja, man kann hier hoch. Das ist ein Peach-Block. Was bringt der? Eine Feuerblume, dankeschön. Die kann man safe wieder runterfahren. Und dann fährt der hier hoch. Das ist cool. Oh, boy, no! Wir rennen trotzdem durch. Damage boosten und Starcoin, let's go. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt hat er es geschafft. Und wir kriegen einfach nur ein paar Coins dafür. Okay. Und man kann jetzt auch geduckt laufen. Das wusste ich gar nicht. Das war's schon? Ich bin enttäuscht. Das Level war ja way zu kurz.
Sicher, dass wir alles haben? Wo ist denn unser zweiter Wonder Seed? Wo ist die Wonder Flower gewesen? Man kann da runter. Ich hab's doch gesagt. Was bitte? Und da gibt's den Wonder Seed für. Let's go. Was passiert? Oh boy. Whee! Also der Bass geht echt hart ab. Ich fühl's. Ich bin vielleicht ein bisschen verwirrt, aber sonst ist nice. Nehme ich mit, warum nicht? Schaut euch mal bitte die Animation im Hintergrund an, wie laggy die aussieht. Da haben wir den Wonder Seed und es war überhaupt nicht weird. Das war völlig normal. Ja, aber das fand ich schon nice mit der Musik und so. Also die Musik im Game ist sowieso sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Okay, wir steppen direkt ins nächste Level. Röhrendickicht im Sumpf. Okay, es wird interesting. Es wird schwer vor allen Dingen. Ich sehe wieder Gift. Mit Gift habe ich ja keine so gute Erfahrung. By the way, das hier, wenn wir das gedrückt halten, können wir das abändern und verschiedene Emotes machen. Aber wer braucht das? Und vor allen Dingen, ich kann die schon wieder schieben. Da passiert irgendwas Cooles. Okay, interessant. Das kennt man aus dem Trailer. Und jetzt? Jetzt kann ich da durch. Oh, das ist ja insane. Dafür gibt es auch eine Starcoin. Gibt es hier oben wieder was? Wieder ein Run-Up. So muss es. Ich liebe es, wenn ich belohnt werde. Ich finde es super. Okay, wir bekommen ein kleines Gut. Das werfen wir mal in die Richtung. Und wir bekommen... Wir können das wegschieben. Guess what? Wir können da rein. Ich wusste es. Ein Röhrenlevel ist Predesti. Ich will das Wasser, damit ich diese Pflanze gießen kann. Okay, da sind wir auch schon wieder oben. Deshalb direkt war da gar kein Stress. Jumpen hier, bam, runter. Dankeschön, I guess. Hey, ich kann da trotzdem nicht rein. Ich dachte, ich könnte da rein. Nö, der hat nur hier weitergebaut. Oh boy, es wird ganz kritisch. Checkpoint? Jetzt schon? Okay. Interesting. Wir müssen... Jetzt wird schon ein Rätsel-Level einfach. Hey, wie cool. Wir schieben die dahin, damit wir die oben drüber schieben können. Guess what? Die geht da rein. Und wir kriegen den Wonder Flower dafür. Okay, es ist wieder so ein Level. Und jetzt auch noch an der Decke? Aber da kann ich nicht lang. Tut mir leid. Zack, 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 zarab, zap. Da gibt's wieder Stuff. Da hinten ist eine Starcoin. Die hole ich. Cringe, wer die nicht holt. Und cringe, wer sich das Video bisher angeschaut hat und noch nicht abonniert hat. Wirklich sehr cringe. Und sammeln natürlich den Wundersamen ein. Ist ja klar. Das ist alles nur ein Traum. Ich hoffe, dass das alles nur ein Traum ist. Und damit haben wir das Level. Guys, by the way, falls es Secret Exit gibt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich möchte nämlich nichts verpassen. Ich versuche dieses Spiel so perfekt wie möglich abzuschließen. Das wäre tatsächlich ganz nice, wenn ihr es reinschreiben könnt. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie ich in Mario Odyssey von Schattenmarius verfolgt werde, klickt auf dieses Video. Und sonst lasst einfach ein Abo da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.